Idyllisch eingebettet hier in diesem Gebiet liegt die wunderschöne Mountain Oasis. Und zwar befindet die sich hier in diesem Gebiet. Ich sage bewusst in diesem Gebiet, denn es ist nicht nur ein einziger Ort oder ein einziges Haus, sondern mehrere Gebiete. Da wäre der Clear Spring Tarn, die Mountain Oasis Mine, die Mountain Oasis selbst und die Mountain Oasis Skyforge. Und zwar fangen wir hier einfach mal mit dem Clear Spring Tarn an. Das ist hier ein sehr, sehr idyllisches und sehr, sehr schönes. Hallo, Ich jage und du siehst ein fütter bisschen Dornen wütend in aus. Wäldern. Eine wunderschöne, Sitzgruppe hier. Wunderschön beleuchtet mit viel Dekoration. Also hier lässt sich's doch auf jeden Fall leben. Da hinten sieht man schon so eine merkwürdige Kugel. Und ich bin jetzt einfach mal magisch davon angezogen und man sieht, hier spannt sich plötzlich so das schon bekannte Drachengerippe über den riesigen Abgrund. Und da vorne ist dann Ende Gelände, aber man sieht, wie schön die Lage eigentlich ist. Also wenn man hier mal so sich das vergegenwärtigt, das sieht schon echt cool aus. Und hier eine Statue von Asura. Warum die da ist, man weiß es nicht. Das ist nicht Asuras Schrein hier. Aber ich suche jetzt erstmal meine Lieblingsfrau. Wo ist denn die Hübsche? Wo ist sie denn? Oh, das ist natürlich auch ganz cool. Hier, man sieht, Skalierung ist nicht immer die einzige Lösung. Hier, eine Statue von Die Bella. Ist ja ganz hübsch. Kann ich in den Rock gucken? Oh. Das wollte ich nicht. Warte, 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 warte. Das kriegen wir schon wieder hin. Doing. Sehr schön. Ah, herrlich. Ja, hier befindet sich so eine Art Relax Station. Hier kann man einfach mal hinsetzen und entspannen. Ah. Schaut ein bisschen wütend. Vielleicht wird sie gerade ein bisschen feucht im Schritt. Und zwar nicht im positiven Sinne. Allerdings, es gibt dann einen Grund für feucht im Schritt und der lehnt hier ganz lässig. Entschuldigung. Hallo Heaven! Was braucht ihr? Alles klar bei dir? Alter Finne! Benötigt ihr Das meine ist doch nicht Hilfe? normal! Also ganz ehrlich. Du solltest zum Arzt gehen, Mädchen. Das sieht nicht gesund aus. Was ist das? Was Triple braucht ihr? Z? Eieieiei. Ja, da hat der Motorsteller offenbar andere Vorstellungen von holder Weiblichkeit als ich, denn das ist wirklich nicht mehr schön. Nevermind, hier befindet sich der Thronraum mit Verzauberer und Chest sozusagen integriert. Hier hinten kann man ein bisschen durchgucken. Voll die Info. Und hier befinden sich noch ein paar Kleiderschränke. Leider sind alle Container hier benutzt hier. Belegt, sagen wir so, sodass man die Altlasten erstmal rausräumen müsste. Dann gehen wir als nächstes, ich würde sagen, wir steigen in den Himmel auf zum Skyport. Beam me up! So, und jetzt befinden wir uns quasi in dieser Kugel, die ihr draußen gesehen habt, die euch vielleicht schon bekannt vorkommt. Und jetzt können wir uns an verschiedene Orte beamen, und zwar an 1, 2, 3, 4 Orte. Da wäre einmal Skuldafen, dann wäre einmal Himmelsrand, einmal die Halle der Helden oder Halle der Ehre, glaube ich, heißt sie auf Deutsch, und nochmal Himmelsrand. Was ziemlich cool ist, denn nach Skuldafen kommt man nun mal nur einmal und zwar in der Hauptstory. Und hier kann man sich einfach nochmal dorthin beamen und wir gehen einfach mal in die Halle der Ehre, damit ihr seht, wie das aussieht. So, da sind wir auch schon in der Halle der Ehre. Mit den ganzen Helden von Sovngarde. Ich weiß übrigens nicht, ob das das Original ist oder ob das der Mod-Ersteller nachgebaut hat. Ich weiß es nicht und das ist mir ehrlich gesagt auch egal, pardon. Denn es sieht einfach nur cool aus und ich finde es schön, dass er sowas eingebaut hat. Muss man einfach mal neidlos anerkennen. So, dann gehen wir mal nach Himmelsrand zurück. Und schon befinden wir uns einen Stock höher mit schönen Texturen.
Und zwar sind wir jetzt hier oben, warum sie nicht einfach eine Treppe raufgibt, ich weiß es nicht, aber dafür befindet sich hier eine wunderschöne Schmiede und zwar eine, ja, Himmelsschmiede. Unsere eigene Himmelsschmiede. Hier, das ist auch schon eine Werkbank mit integrierten Truhen. Also, dass da auf die Idee nicht schon vorher jemand gekommen ist. Okay, es ist sicher jemand schon auf die Idee gekommen. Aber das finde ich echt. Der Mod-Ersteller hat sich echt Mühe gegeben. Das muss man ihm neidlos anerkennen. Das sieht echt schön aus. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass auch diese Mod nicht 100% praktikabel ist. Denn es gibt hier zum Beispiel oben die Himmelsschmiede, aber keine Schmelzhütte dort. Ich weiß gar nicht, ob es ein Gerbgestell gab. Es gibt auch ein paar andere Sachen, die man vermisst. Zum Beispiel, dass das. Ja gut, es ist nahe beieinander. Aber zum Beispiel ein Archimitisch, den vermisse ich hier irgendwie. Es gibt natürlich noch einen Bereich, den man euch zeigen sollte. Das wäre natürlich zum einen die Mine und zum anderen hier das, ja, das eigentliche Haus. Hier befinden wir uns in unserer, ja, neuen Behausung. Die Schattenfehler bitte ignorieren, die sind da. Aber das ist echt idyllisch. Also auch das ist echt schön gemacht. Sehr, sehr idyllisch. Sehr, sehr hübsch. Dann befindet sich auch hier eine mit, ach, schön mit Holzboden. Ach, da könnte ich da hinschmelzen. Ich finde sowas cool. Ich weiß nicht, ob ich auf Dauer darin leben möchte, aber es sieht auf jeden Fall nice aus. Auch hier geht es immer weiter in die Tiefe. Hier geht es in ein, ja, in eine Zelle, warum auch immer hier abgesperrt ist. Man kriegt übrigens irgendwo einen Schlüssel für manche Gebiete her. Ich habe aber leider keine Ahnung, wo sich dieser Schlüssel befindet. Zum Beispiel wurde hier einfach mal beinhart ein Kleiderschrank als Tür missbraucht. Und das ist auch sehr, sehr cool. Hier mit ja, kleinem Aquarium, sage ich mal, im Hintergrund. Hier ein, ja, ein Waschbecken, hier eine Dusche. Leider ohne funktionierende Knöpfe, aber immerhin eine Dusche. Die Fische hier haben nur zwar die etwas merkwürdige Eigenschaft, dass sie gern mal durch den Raum schwimmen. Machen sie leider gerade nicht, Vorführeffekt halt. Doch, der Kollege kommt jetzt gerade in den Raum geschwommen, merkt aber, da ist zu viel Luft und dreht wieder um. Auch hier, das ist sehr, sehr cool. Ein Thron. Ja klar, das ist ein Thron. Der Pott als Thron. Sehr, sehr nice. Schade, dass ich euch nicht zeigen kann, was da hinten ist, aber dafür müsste ich nun mal den Schlüssel besitzen. Hier ist, glaube ich, das Gleiche. Auch hier müsste zu sein. Genau. Also, falls da irgendwas Wundertolles drin ist, dann müsst ihr da selbst reinschauen. Ich verpacke das jetzt einfach mal als Feature, dass ich das nicht gefunden habe. Ich bin da ganz pragmatisch. Gut, wir schauen nochmal schnell in die Minen und wir sehen uns, wenn wir dort sind. So, hier sehr gut versteckt zwischen lauter Gegnern befindet sich die Mountain Oasis Mine. Ich gehe mal schnell rein, bevor ich noch gefressen werde. Und das Gebiet kenne ich selbst noch nicht. Man kann es kaum glauben. Aber es gibt hier auf jeden Fall Silber. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Oh. Oh, das sieht echt hübsch aus. Also man kann dem Mod-Ersteller vorwerfen, was man will. Es ist wirklich sehr, sehr schön, was er hier gemoddet hat. Es sieht gut aus. Es ist nicht 100% praktikabel, denn wir haben zwar hier eine Schmelzhütte, aber dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein. Wir hatten zum Beispiel keine Schmelze beim, wie sagt man, bei der Himmelsschmiede und so weiter. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die der Mod-Ersteller vermissen lässt. So, hier können wir nochmal rausgehen. Ach, das war der Zugang über das Den. Ah, ich verstehe. Dann müssen wir jetzt gerade vor einer verschlossenen Tür stehen. Vermute ich mal. Oh, oder wir befinden uns hier. Okay. Auch hübsch. Auch hübsch. Warum haben die alle so riesige? Wie gesagt, ich finde es ein bisschen. Ja, ich weiß, es ist schlecht vorbereitet, dass ich den Schlüssel nicht habe. Ist ja gut. Aber scheiß doch der Hund drauf. Wenn euch die Mod interessiert, oh, hier auch ein wunderschönes Gebiet mit eigenem Aquarium mit Mini-Schlammkrabben. So süß. Mit Mini-Booten sogar. Ach, ist das. Ja, es ist schon echt hübsch.
Die Mod ist echt sowas, das kann man echt, oder auch hier, die Suppen kochenden Zwergenmaschinen. Also vom Detailgrad her ist es echt sehr, sehr hübsch. Es ist nicht nur groß, sondern auch sehr, sehr, ja, gut ausgestattet. Einfach, ja, schön. Kann man auf jeden Fall machen. Guten Tag. Muss man aber nicht machen. Nee. Also ich würde euch die Mod auf jeden Fall empfehlen, mal durchzuschauen, falls es euch interessiert. Ich stürze mich dann mal nach unten und bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wo zur Hölle geht's hier lang? Wo zur Hölle geht's hier lang? Es gibt sogar eine eigene Höhle hier unten. Ach. Oh, mit Bewohnern. Puh, puh, puh. Okay, ich gehe ja schon. Muss ich unhöflich werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, arrivederci und good bye.